Meine Damen und Herren, ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 12, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2018 und 2019, Drucksache 19 neu zu Drucksache 19 zu Drucksache 19. Berichterstatter ist der Abg. Decker. Ebenfalls wird mit aufgerufen der Tagesordnungspunkt 52, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2017 bis 2021, Drucksache 19 zu Drucksache 19. Als Erstes hat Herr Decker als Berichterstatter das Wort. Mikro, jetzt geht's. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich trage Ihnen dann gleich die beiden Beschlussempfehlungen vor. Zunächst zum Haushaltsplan. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und Bündnis 90 die Grünen gegen die Stimmen der SPD, der Linken und der FDP den Gesetzentwurf in der Fassung der zweiten Lesung mit folgenden Änderungen, die sich aus dem Text ergeben und die Sie als Anlage dabei haben, in dritter Lesung anzunehmen. Zweitens. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum zu den Einzelplänen die Beschlüsse zu fassen, die Sie auch in Ihren Anlagen sehen. Und zweitens. Beschlussempfehlung zum Finanzplan. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und Bündnis 90 die Grünen bei Stimmenthaltung von SPD, der Linken und der FDP den Finanzplan zur Kenntnis zu nehmen. Vielen Dank. Danke, Herr Decker, für die Berichterstattung. Für die dritte Lesung haben wir uns auf eine Redezeit von 15 Minuten je Fraktion verständigt. Ebenfalls wurde Einigkeit erzielt, Kurzinterventionen auf die Redezeit der Fraktionen anzurechnen. Es beginnt die CDU, dann die SPD, Bündnis 90 die Grünen, DIE LINKE, FDP, fraktionslos und zum Schluss die Landesregierung. Für die CDU-Fraktion hat sich nun Herr Dr. Arnold zu Wort gemeldet. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute in dritter Lesung und werden dann beschließen, den Doppelhaushalt 2018 und 2019. Und das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist ein guter Tag für unser Land Hessen. Dieses Haushaltsgesetz ist aus verschiedenen guten Gründen der Höhepunkt einer erfolgreichen parlamentarischen Arbeit von Schwarz-Grün in dieser Legislaturperiode und beinhaltet eine ganze Reihe von wichtigen Elementen für unser Land. Erstmals seit über 50 Jahren kommt dieser Haushalt ohne jede Netto-Neuverschuldung aus. Wahrhaft ein historischer Moment, den ich hier noch einmal deutlich sagen möchte. Für das Haushaltsjahr 2020 ist sogar ein Abbau der Altschulden in einer Größenordnung von 100 Millionen € geplant. In beiden Haushaltsjahren ist ein deutlich positiver Finanzierungssaldo, das heißt, der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben ohne Rücklagenbewegungen vorgesehen, in einer Größenordnung von 106 Millionen € in 2018 bzw. 77 Millionen € in 2019. Das, wie gesagt, seit 50 Jahren ein historischer Moment. Das ist hier deutlich noch einmal zu erwähnen, meine Damen und Herren. Und das ist möglich, trotz hoher Ausgaben für den Länderfinanzausgleich von 2,4 Milliarden € in 2019 und einem kommunalen Finanzausgleich von über 5 Milliarden € in beiden Jahren und einem sehr umfangreichen Investitionsprogramm, meine Damen und Herren. Bevor ich zu den wesentlichen Eckpunkten dieses Doppelhaushalts komme, möchte ich gerne auch im Namen meiner Fraktion herzlich danken für die Erstellung dieses Doppelhaushaltes. Ich bedanke mich bei unserem Finanzminister Dr. Thomas Schäfer, bei seinem Staatssekretär Dr. Martin Worms, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Finanzministerium und allen beteiligten Ministerien und ausdrücklich auch unserem Budgetbüro hier im Landtag für eine hervorragende Arbeit. Herzlichen Dank dafür. Und damit
das alles noch einmal in einen Kontext gerät, möchte ich gerne noch einmal die wesentlichen Eckpunkte dieses Doppelhaushalts Ihnen nennen. 600 neue Stellen bei der Polizei, 72,3 Millionen € für die Verbesserung der Polizeiausstattung, eine Cyber-Service-Kompetenzstelle mit einem Investitionsbetrag von 10 Millionen €. In der Bildung werden in den beiden Haushaltsjahren rund 5,5 Milliarden € investiert für Wissenschaft, Forschung und Lehre, wahrlich ein Rekordbetrag in diesem Bereich. In den Jahren 2016 und 2017 wurden rund 2.500 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen. Das setzt sich jetzt fort. Mit der Verabschiedung des Doppelhaushalts werden weitere 1.800 neue Lehrerstellen geschaffen. Auch das ist eine wesentliche Investition für die Bildung. Und dazu tritt, dass wir zur Unterstützung von Lehrkräften an über 1.000 Schulen in Hessen rund 700 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte hier eingestellt haben, auch ein wichtiger Schritt in der Bildungspolitik, meine Damen und Herren. Wir haben die Kindergartenbeiträge für das erste Kindergartenjahr und das zweite Kindergartenjahr abgeschafft. Dafür setzen wir in 2019 rund 440 Millionen € ein. Außerdem wird zur Verbesserung der Kindergartenqualität weitere 50 Millionen € hier eingesetzt. Auch das ist ein wichtiger Beitrag für die Bildung hier in unserem Land Hessen. Unsere Kommunen werden intensiv unterstützt durch einen kommunalen Finanzausgleich in Rekordhöhe, rund 5 Milliarden € in 2018, 5,2 Milliarden € in 2019. Das Kommunalinvestitionsprogramm 1 und das Programm 2 mit insgesamt 1,5 Milliarden €. Die Hessenkasse, über die wir gerade uns unterhalten haben, mit voller Übernahme der kommunalen Kassenkredite und zusätzlich ein Investitionsprogramm, derzeit etwa 560 Millionen €, möglicherweise noch ein bisschen mehr. Auch das ist ein wichtiger Beitrag dafür zur Entschuldung unserer Kommunen, zur Gesundung der Finanzen und für lebensfähige und finanzstarke Kommunen, meine Damen und Herren. Wir haben die Entschuldung über den Schutzschirm mit rund 3,3 Milliarden € vorgesehen. Ein Schwimmbad-Sonderprogramm für die Sanierung oder den Neubau von Freibädern ab 2019 jährlich ein Betrag von 10 Millionen € über 5 Jahre. Auch das ist ein wichtiger Beitrag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Bereich der Finanzverwaltung eine ganze Reihe von zusätzlichen Maßnahmen. Ich erwähne stellvertretend hier jedes Jahr 700 Bewerber, die neu eingestellt werden. Das Landesticket Hessen mit einer ÖPNV-Freifahrtregelung für ganz Hessen zugunsten unserer Landesbediensteten, hier auch ein Betrag von rund 55 Millionen € in jedem Jahr. Auch das ist ein wesentlicher Beitrag und auch eine Anerkennung für unsere Landesbediensteten. Ein umfangreiches Förderprogramm für den ländlichen Raum, der Beginn einer besonderen Beachtung auch dieses wichtigen Teiles unseres Landes, in Höhe von 12 Millionen €. Erwähnen möchte ich Bürgerbusse, die Gesundheitsversorgung mit Landarztpraxen, mit MVZs, mit Gemeindeschwestern, Telemedizin, dann wohnortnahe Heimatarbeitsplätze und vieles mehr. Das auch zusammengefasst in einem Programm Land hat Zukunft wird uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen. Eine wesentliche Maßnahme, meine Damen und Herren. Die beiden Koalitionsfraktionen haben mit 69 Änderungsanträgen zur zweiten Lesung, mit weiteren 23 Änderungsanträgen zur dritten Lesung und 5 interfraktionellen Anträgen Schwerpunkte gesetzt, aber auch durch eine seriöse Gegenfinanzierung diese Änderungsanträge hier vorgestellt. Ganz anders, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Blick auf die Haushaltsänderungsanträge der Opposition. DIE LINKE erträumt sich weiterhin eine völlig realitätsferne Steuermehreinnahmensituation, Stichwort Vermögensteuer und Erbschaftssteuer, mit einem Volumen von über 2 Milliarden €.
liebe Freunde der Linke, träumen Sie weiter, das werden wir so nicht realisieren. Die FDP will, wenn ich es noch einmal betonen soll, Frau Wissler, das war mehr als ironisch gemeint, aber ich hoffe, es ist bei Ihnen auch so angekommen. Die FDP will leider sehr verantwortungslos, vor allen Dingen in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, die Ansätze rasieren. Das ist etwas, was wir nicht mittragen werden. Und bei der SPD, meine sehr verehrten Damen und Herren, waren wir, nachdem zur zweiten Lesung noch nicht die Anträge vorlagen, zur dritten Lesung sehr gespannt, wie Sie Ihre im Vorfeld ja ausführlich skizzierten Forderungen von über 3 Milliarden € Umfang in entsprechende Anträge dann umsetzen und vor allen Dingen für eine seriöse Gegenfinanzierung sorgen wollen. Bei den eingereichten Änderungsanträgen der SPD ist zwar das Volumen auf rund 800 Millionen € zurückgefahren worden, aber die Probleme bei der seriösen Gegenfinanzierung waren weiterhin offensichtlich, meine Damen und Herren. 360 Millionen € aus der allgemeinen Rücklage, die wir aus bestimmten Gründen aufbauen, um Vorsorge zu treffen für verschiedene Entwicklungen bis zu noch nicht bekannten Entwicklungen in Berlin. Das ist keine seriöse Finanzpolitik, meine Damen und Herren. Die Verwendung der Steuermehreinnahmen aus 2017 für Haushaltsfinanzierung, Sie wissen das, verstößt gegen die Regelung zur Schuldenbremse. Auch das ist keine seriöse Finanzpolitik, meine Damen und Herren. Und schließlich der Einsatz des Verkaufserlöses einer Immobilie in Frankfurt, die noch gar nicht verkauft ist. Auch dazu möchte ich nicht weiter einen Kommentar geben. Aber ich sage mal eins ganz deutlich. Sie von der SPD zeigen mit diesen Änderungsanträgen einmal mehr aufs Neue, dass die SPD den Landeshaushalt in kürzester Zeit völlig gegen die Wand fahren würde. Und das werden wir nicht zulassen. Und ich sage an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, auch ganz deutlich, das ist neben anderen Dingen weiterhin ein großer Ansporn, die Regierungsverantwortung am 28. Oktober weiter mit aller Kraft anzustreben. Ihnen können wir dieses Land nicht überlassen. Das ist eindeutig. Der Verzicht in 2018 und folgenden Haushalten auf eine planmäßige Netto-Neuverschuldung, die deutlich frühere Einhaltung der Schuldenbremse viel früher als in der Verfassung vorgeschrieben, ein seriös finanzierter Doppelhaushalt 2018-2019 mit herausragenden Schwerpunkten, das ist das Markenzeichen der Regierungspolitik und auch der Politik der Fraktionen von Schwarz und Grün. Das ist ein historischer Haushalt dieser Koalition, und ich bitte herzlich um Zustimmung. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Arnold. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Schmidt zu Wort gemeldet. Haben Sie Schmerzen? Dann müssen Sie zum Arzt gehen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich mit einem Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fraktionen beginnen, die wesentlich dazu beigetragen haben, auch den Haushalt zu erfassen. Ein Dank an das Budgetbüro, das mitgeholfen hat, auch Änderungsanträge auf den Weg zu bringen und natürlich in der Vorphase, in der ersten Phase auch den Haushalt analysiert hat. Ganz, ganz herzlichen Dank, Sie, Frau Gossow. Bitte geben Sie es an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter. Ein Dank auch an die Mitarbeiter in den Ministerien, natürlich an erster Stelle auch im Finanzministerium. Der Dank ist natürlich völlig unabhängig davon, dass es politische Vorgaben gab, die die Landesregierung vorgenommen hat. Und da kann halt der Dank leider nicht weiter fortgesetzt werden, sondern da setzt die Kritik ein, meine Damen und Herren. Schwarz-Grün versucht mit diesem Doppelhaushalt einen Wahlkampfhaushalt kurz vor Toresschluss mit einem Wahlkampfhaushalt kurz vor Toresschluss auch noch einmal das eigene Fehler zu kaschieren.
Der Doppelhaushalt ist geprägt von der bevorstehenden Landtagswahl. So einfach ist es. Und kurz vor Toresschluss soll auch in einer Art Torschusspanik das Ruder rumgerissen werden. Dann wollen wir mal die Frage erörtert, Herr Boddenberg. Sie als Fraktionsvorsitzender haben das nämlich mit zu beantworten, auch als Minister in dieser Zeit. In der Zeit, seitdem die CDU regiert, wurden in Hessen massiv Stellen bei der Polizei abgebaut. Es wurden massiv Stellen bei der Justiz abgebaut, und es wurden auch massiv Stellen in der Steuerverwaltung abgebaut. Und nun soll 9 Monate vor der Landtagswahl dieser Kurs korrigiert werden. Aber es bestehen erhebliche Zweifel, ob diese Kurskorrektur greift. Denn schon jetzt ist es ja absehbar, dass weder ausgebildete Lehrer oder Sozialarbeiter auf dem Markt zu finden sind und dass auch zahlreiche Stellen in der Finanzverwaltung oder Ingenieure bei Hessen Mobil gar nicht eingestellt werden können. Weil es an entsprechend ausgebildeten Personen fehlt. Und das ist Folge der Stop-and-Go-Politik der Landesregierung. Es war gestern bezeichnend. Wir haben diskutiert über die Frage Sozialarbeiter. Und da hat der Staatssekretär Lösel vorgetragen. Da gab es eine Zwischenfrage der Kollegin Hartmann, wo er gefragt worden ist. Es ist doch schon offensichtlich, dass wir in dem Bereich der Sozialarbeiter gar nicht genug Leute haben. Tun Sie deswegen die Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen erweitern? Wissen Sie, was die Antwort war? Nein, meine Damen und Herren. Und es ist doch jetzt schon sichtbar. Das werden Sie sehen. Und das ist sozusagen auch Folge Ihrer Politik. Schon heute ist es doch so, dass überall Lehrerinnen und Lehrer fehlen und die Landesregierung auf Quereinsteiger zurückgreifen muss, meine Damen und Herren. Und dabei hat sie diesen Lehrermangel selbst verursacht, weil es offensichtlich keine zuverlässige Planung gibt. Und bis zum heutigen Tage gibt es keine zuverlässige Planung. Und da passt es auch ins Bild, dass der Kultusminister nicht einmal sagen kann, wie viele Lehrkräfte ohne pädagogische Ausbildung, meine Damen und Herren, eigentlich inzwischen in den Schulen Unterricht geben. Und Herr Boddenberg, deswegen greife ich Ihren Zwischenruf gerne noch einmal auf. Das hat die CDU. Die GRÜNEN sind erst 5 Jahre dabei. Aber Sie haben das massiv sozusagen zu verantworten. Sie haben das zu verantworten. Und deswegen muss das auch mit Ihnen ausgetragen werden. Aber wissen Sie, was jetzt die GRÜNEN auch mit zu verantworten haben? Noch einmal die Frage Ausbildungskapazitäten. Wir hören gerade von der Hochschule für Polizei und Verwaltung, dass dort um keinen Pfennig, um keinen Cent aufgestockt werden sollen, die Mittel, obwohl dort viele, viele neue Polizeibeamte ausgebildet werden sollen. Das müssen Sie mir mal, wenn die Lern- und Lehrbedingungen so massiv verschlechtert werden, bin ich mal gespannt, ob diejenigen jungen Leute, die dort mit einer Ausbildung als Polizeibeamte anfangen, das auch am Ende durchhalten, meine Damen und Herren. Schon jetzt Zweifel erkennbar. Und meine Damen und Herren, weil Herr Dr. Arnold ja hier so schwungvoll vorgetragen wird. Gegen Dr. Arnold läuft seit 4 Jahren ein Ermittlungsverfahren. Die hessische Justiz, wie das ausgeht, weiß ich nicht. Aber ich finde, es ist Ihnen gegenüber nicht unzumutbar, dass das bis zum heutigen Tag läuft. Und dass das so läuft, hat etwas mit der Personalnot auch in der Justiz zu tun, meine Damen und Herren. Aber dass Sie noch die Hand heben, Dr. Arnold, als unsere Fraktion beantragt hat, die Mittel für diesen Bereich zu erhöhen, damit Ermittlungsverfahren auch schneller abgeschlossen werden können, dass Sie noch den Antrag sozusagen abgelehnt haben, das ist oberpeinlich. Aber, meine Damen und Herren, das haben Sie dann selbst mit sich zu verantworten. Meine Damen und Herren, wer glaubt, GRÜNE und CDU haben zur zweiten Lesung Änderungsanträge gestellt? Und glauben CDU und GRÜNE wirklich, dass mit 30 neuen Schutzmänner vor Ort die Sicherheitsprobleme in unserem Land gelöst werden können? 30 Schutzmänner vor Ort. Für den einen oder anderen Landkreis bedeutet das 0,3 Polizeibeamten mehr. Da werden die kriminellen Banden in Hessen sicherlich schon jetzt vor Angst zittern, meine Damen und Herren, und das Sicherheitsgefühl der Menschen in Hessen ins Unermessliche gesteigert werden. Was sollen solche lächerlichen Anträge, die einzig und alleine Schaufensteranträge im Vorfeld der Landtagswahl darstellen, aber nicht ein Problem lösen? Oder was sollen die Stellenverlagerung von 50 Stellen
in den ländlichen Raum der Finanzverwaltung, wenn gleichzeitig es an Entschlossenheit mangelt, den ländlichen Raum mit Breitband angemessener Leistungsstärke auch auszustatten, meine Damen und Herren. Was sind 50 Stellen gegen den Mangel an Ausbau von Breitband im ländlichen Raum, meine Damen und Herren? Und Sie haben angesprochen Kinderbetreuung. Auch der halbherzige, wirre und unausgegorene Versuch, mit einer Teilfreistellung bei den Kindergartengebühren eine Korrektur falscher Politik der letzten Jahre vorzunehmen, ist einzig und allein einem Termin geschuldet, nämlich dem 24. Oktober 2018. Aber CDU und GRÜNE schaffen damit mehr Probleme, als sie lösen. Sie schaffen eine völlig unbegründete Differenz zwischen den verschiedenen Altersstufen, bleiben hinter den zeitlichen Anforderungen der Eltern eindeutig zurück und belasten einmal mehr die Kommunen. Und wissen Sie, in einem bin ich mir sicher. Es ist ja der Versuch der SPD, den Wind aus den Segeln zu nehmen, was der CDU und GRÜNE versuchen. Aber wenn Sie sich einmal den Hessentrend anschauen, dann sehen Sie, wem die Kompetenz in der Frage Kinderbetreuung zugewiesen wird. Das ist der SPD, meine Damen und Herren. Die Wählerinnen wissen sehr gut, was sie an uns in dieser Frage haben. Und sie wissen, was sie von Ihnen zu erwarten haben, meine Damen und Herren. Und zumal Schwarz-Grün beim entscheidenden Lackmustest, nämlich ob wir die Frage der Gebührenfreiheit in der hessischen Verfassung verankern, beim entscheidenden Lackmustest haben sie versagt. Deswegen wird es eine zentrale Auseinandersetzung sein. Will man tatsächlich diese Frage in der hessischen Verfassung verankert wissen und es eben dann nicht dem Haushaltsgesetzgeber nach Belieben künftig überlassen, ob es Elternbeiträge frei gibt oder ob die bezahlt werden müssen? Und diesen Lackmustest, insbesondere die GRÜNEN, da haben sie versagt. Und diese Diskussion werden wir führen. Da freue ich mich in der Tat auf den Oktober dieses Jahres. Zentraler Schwachpunkt des Doppelhaushalts bleibt seine Investitionsschwäche. Zu wenig Mittel für den Wohnungsbau, das haben wir heute Morgen diskutiert, für den Straßenbau, für den ÖPNV, für Breitband im ländlichen Raum. Zu geringe Investitionsförderung der Kommunen schaden Hessen. SPD, aber auch FDP und Linkspartei haben zahlreiche Änderungsanträge eingebracht, Alternativen aufgezeigt und insbesondere mehr Mittel für diese Bereiche beantragt. Alle Anträge von Schwarz-Grün wurden abgelehnt. Alle diese Anträge wurden von Schwarz-Grün abgelehnt. Und damit, meine Damen und Herren, haben Sie eine Chance vertan, den Doppelhaushalt auf die wirklichen Probleme des Landes auszurichten. Die Wohnungsnot. Die Wohnungsnot ist doch in Hessen augenscheinlich. Ich habe es heute Morgen diskutiert. Bezahlbare Wohnungen fehlen in vielen Regionen Hessens. Und die Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen hat sich halbiert von 180.000 auf 90.000 unter der Zeit, in der die CDU regiert hat. Meine Damen und Herren, die Zahl stammt nicht von mir. Sie stammt von dem Geschäftsführer des Verbandes der süddeutschen Wohnungswirtschaft. Wissen Sie, wie viele sozial gebundene Wohnungen die Landesregierung im Jahr 2015 gefördert hat? 213. 213 Wohnungen sind im Jahre 2015 von dieser Landesregierung gefördert worden. Meine Damen und Herren, das ist eine Zahl zum Schämen. Das ist wirklich, das ist eine Zahl zum Schämen. Wahrhaft historisch. Wahrhaft historisches Versagen. Und da sind die GRÜNEN leider dabei. Das ist so. 15 ist das schon ein Haushaltsjahr, wo die GRÜNEN schon zwei Jahre Zeit gehabt hätten, dieses zu korrigieren. Und, meine Damen und Herren, wer so agiert, hat jeden Gestaltungsanspruch für Hessen aufgegeben. Er löst eben nicht die zentralen Probleme in Hessen, sondern er schafft die zentralen Probleme in Hessen. Im Straßenbau werden nicht einmal die Mittel investiert, um den Werteverzehr aufzufangen. Al-Wazir lebt von der Substanz, und diese ist marode, meine Damen und Herren. Staus auf den Straßen, wir haben jetzt wieder die Statistik gehört, 38.000 Stunden, 157.000 Kilometer. Aber, meine Damen und Herren, das ist für die GRÜNEN besonders peinlich.
Überfüllte Nahverkehrszüge zeigen das Versagen der Landesregierung, machen deutlich, ÖPNV ist mittlerweile fast gar kein Problem. Versuchen Sie einmal, ganz egal aus welcher Richtung, morgens mal nach Frankfurt zu kommen, ob vom Süden, ob vom Osten, ob vom Westen oder vom Norden. Versuchen Sie, steigen Sie dort mal, tun Sie es mal. Herr Al-Wazir, soll es mal bitte tun und nicht nur im Dienstwagen herumfahren. Soll es mal bitte tun, morgens zwischen 6.30 Uhr und 9 Uhr. Was er dort erlebt, meine Damen und Herren, was er dort erlebt, übrigens neben auch ausgefallene Zügen usw. Wenn man das wahrnimmt, muss man sagen, Totalversagen bei den GRÜNEN in einem zentralen, Bereich. Ja, das hat objektive Gründe. Denn die Investitionsquote lag in den 90er Jahren unter Rot-Grün, lag sie noch bei über 13%. Über 13%. Wissen Sie, wo wir jetzt gelandet sind mit dem Doppelhaushalt? Unter 9%. Unter 9%. Jetzt hört sich 4% vielleicht an. Was sind 4%? Aber man muss sie halt an den Gesamtausgaben messen, an 25, 26, 27 Milliarden €. Dann wissen Sie, dass Hunderte von Millionen Euro nicht investiert werden, die eigentlich investiert werden müssten, meine Damen und Herren. Und irgendwie kam vorher der Vergleich, wir wollen so stark sein wie die in Bayern. Wenn Sie mal, Bayern ist übrigens auch ein Zahlerland, Länderfinanzausgleich. Also die unterschiedlichen Investitionsquoten, die in Bayern und Baden-Württemberg hoch sind und die mit Hessen verglichen, kann nicht daran liegen, dass Hessen ein Zahlerland ist. Denn auch Bayern und Baden-Württemberg ist ein Zahlerland. Aber diese Länder geben pro Einwohner deutlich mehr für Investitionen aus, als das in Hessen der Fall ist. Und von daher sagen, ja, dann versuchen Sie es mal, sich an die an diesen zu messen, meine Damen und Herren, da hätten Sie wirklich ein gutes Vorbild an dieser Stelle. Hätten Sie wirklich ein gutes Vorbild. Und dann ist die Frage, ist Geld da? Und dann sage ich, ja, Geld ist da. Wie keine andere Landesregierung profitiert diese Landesregierung von unermesslichen Steuerzuwächsen? Wenn man den letzten Haushalt von Schwarz-Gelb 2013 zugrunde nimmt, hat die Landesregierung 5,3 Milliarden € mehr an Steuereinnahmen nach Länderfinanzausgleich zur Verfügung als 2013. 2019, Doppelhaushalt, 5,3 Milliarden € mehr Geld als 2013. Kumuliert hat diese Landesregierung in dieser Legislaturperiode 2014 bis 2018 über 20 Milliarden € Mehreinnahmen zur Verfügung. 20 Milliarden €. Alleine 15 Milliarden €, über 15 Milliarden € Steuereinnahmen. Das andere sind Zuweisungen vom Bund, die deutlich gesteigert werden können. 20 Milliarden €. Eigentlich eine unglaubliche Summe. Und was hat Schwarz-Grün daraus gemacht? Wenig. Oder sozusagen gar nichts eigentlich. Selbst die Schulden wurden in diesem Zeitraum nicht abgebaut. Die fundierten Schulden betrugen 2013 42,4 Milliarden €. 2017 Jahresende betrugen sie 43,7 Milliarden €. Übrigens, was das Schöne ist, das sind alles Zahlen, die ich belegen kann, weil sie von der Landesregierung stammen. Können wir nachher gerne einsteigen, wenn jemand die Zahlen bestreiten sollte. Meine Damen und Herren, die eierlegende Wollmilchsau war wirklich unterwegs, aber sie hat lauter faule Eier gelegt. Das ist sozusagen die Bilanz dieser Landesregierung. Der Doppelhaushalt steht eindeutig unter dem Versuch von Schwarz-Gelb vor der Landtagswahl, das Ruder rumzureißen. Aber in den wichtigen Fragen wie beim Wohnungsbau, Straßenbau, bei ÖPNV, Breitbandverkabelung gibt es eine völlig inakzeptable Untätigkeit der Landesregierung. In den Bereichen von Bildung und Betreuung fehlt es an zukunftsweisenden Konzepten, und die nun vorgenommenen finanziellen Kurskorrekturen bleiben wenig überzeugend. Es wird endlich Zeit für eine Regierung, die Zukunftsprobleme Hessens anpackt und nicht wie Schwarz-Grün Kuscheln mit gutem Regieren verwechselt. Kuscheln kann sehr schön sein. Es reicht aber für ein gutes Regieren sicherlich nicht aus. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Schmidt. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Kaufmann zu Wort gemeldet. Aber nicht kuscheln, ne? Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich muss kurz darauf eingehen, aber nimm es mir nicht übel.
Aber das, was der Kollege Schmidt uns hier dargeboten hat, das ist das Zurückfallen in die alte Rolle als Fleischwarenfachverkäufer Sigma Pelle Durchschnitt, Monogramm SPD und dem üblichen Satz, darf es ein bisschen mehr sein. Und deswegen ist der allerletzte Satz, den wir hören durften, nach dem Motto, wer hier angeblich die Perspektive hatte, irgendwie doch eine große Selbsttäuschung, verehrter Kollege Schmidt. Damit kann man hier in Hessen keinen Staat machen. Meine Damen und Herren, bei diesem Haushaltsdebatte sollten wir registrieren. Es ist das letzte Mal in dieser Wahlperiode, wo wir eine solche führen. Und insoweit ist es sicherlich auch Anlass, mal zu schauen, was die Finanzpolitik in den letzten vier Jahren und dem Haushalt dann über die Legislaturperiode insgesamt gebracht hat. Bevor ich das tue, will ich aber auch nicht versäumen, mich bei all denjenigen, die engagiert bei der Erstellung des Haushalts mitgewirkt haben, mich herzlich zu bedanken. Das beginnt bei den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Fraktion, geht natürlich tief ins Finanzministerium hinein, wo ja immer die meiste Arbeit geleistet wird, aber auch natürlich zum Budgetbüro. Und ich habe durchaus auch mitbekommen, wie stark insbesondere die Referatsleiter Haushalt in den einzelnen Häusern sich immer wieder noch engagieren und darum kämpfen, möglichst viel Mittel für ihre Zwecke zu bekommen. Allen, die sich engagiert haben, herzlichen Dank. Und dann kann ich nur sagen, die Koalitionsgespräche darüber waren auch sehr erfreulich. Und das sehen Sie an dem Ergebnis, meine Damen und Herren. Wir hatten, um darauf zurückzukommen, das Ziel festgeschrieben, im Jahr 2019 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Wir haben es von Walter Arnold bereits gehört. Wir haben dieses Ziel insoweit heftig verfehlt, als dass wir deutlich früher sind. Und wir haben strukturell ausgeglichen, heißt nicht nur im Vollzug, sondern mit diesem Haushalt auch im Plan werden wir neue Kredite nicht aufnehmen. Und insoweit sind wir, denke ich, an einem Punkt angekommen, wo man, und ich sage das äußerst selten, aber wo ich auch stolz darauf bin, auf das, was die Finanzwirtschaftler, dass die Haushälter in dieser Periode insgesamt geleistet haben. Meine Damen und Herren, wir haben die Konsolidierung vorangetrieben, und das auch gegen heftige Kritik und manche Schmähung. Und wir haben unseren klaren Kurs gehalten und waren dabei immer, sagen wir mal, von zwei Dingen haben uns dabei gestützt, nämlich erstens, das, was wir dann beschließen, wird tatsächlich sozusagen Wirklichkeit. Und das Zweite, dass wir damit eine Perspektive geben. Ich will noch einmal zurückschauen. Es war durchaus die eine oder andere Zumutung ganz ohne Zweifel dabei. Deswegen sollte man sich auch bedanken für das Akzeptieren der Einschränkungen, die es in der Konsolidierungsphase gegeben hat. Und weil eben Zumutung dabei war, haben wir auch sofort im Zeitpunkt der Zielerreichung die weiteren ursprünglich anders angekündigten Restriktionen, insbesondere auch im Personalbereich, nicht fortgeführt, sondern wir haben gesagt, jetzt kann wieder eine reguläre Entwicklung verfolgt werden. Und damit genau geben wir auch denen, die im und für das Land arbeiten und leben, eine ausgezeichnete Perspektive. Meine Damen und Herren, man kann es nicht oft genug erwähnen, diese Perspektive wird auch noch dadurch erhellt, dass es erstmals seit einem halben Jahrhundert gelungen ist, einen Haushaltsplan für das Land ohne geplante Neuverschuldung hier vorzulegen. Das macht Freude. Und das lässt sich durch Oppositionsreden, verehrter Kollege Schmidt, auch nicht ernsthaft trüben. Und damit kann ich feststellen, dass es nicht nur die Finanzwirtschaft ist, die dieses Budget glänzen lässt, sondern es sind natürlich auch die Inhalte, die Politik, die es repräsentiert. Sie ist profiliert und gestaltet die Zukunft positiv, denn sie ist nachhaltig angelegt. Meine Damen und Herren, an erster Stelle unserer Priorität steht die Bildung, und zwar im umfassenden Sinne. Zusätzliche Stellen für neue Lehrerinnen und Lehrer sowie sozialpädagogische Fachkräfte an den Schulen gehören ebenso dazu wie die Abschaffung der Betreuungsgebühren in frühkindlichen Bildungseinrichtungen, also den Kitas, für täglich 6 Stunden und für die 3 Jahre vor der Schulzeit.
Und auch die höhere Bildung, also Forschung, Wissenschaft und Lehre, werden in den kommenden beiden Jahren mit einer Rekordsumme von rund 5,5 Milliarden € gefördert. Dies alles sind Investitionen in die Zukunft unseres Landes, und genau dafür engagiert sich diese Koalition nachhaltig. Investitionen sind auch das Stichwort für unsere Infrastruktur. Hier werden Aufwendungen von mehr als 2,2 Milliarden € pro Jahr gesteigert. Davon profitiert der Wohnungsbau ebenso wie der Straßenbau und die Breitbandnetze. Insoweit sind die Anmerkungen, die der Kollege Schmidt da meinte, jenseits der Situation an der Wursttheke eher an der Wirklichkeit vorbei. Meine Damen und Herren, da wir genau wissen, dass die Umsetzung erfolgreicher Politik handlungsfähige Kommunen braucht, haben wir, und das wurde ja eben gerade diskutiert, die Hessenkasse auf den Weg gebracht und auch im Budget verankert. Sie schafft nicht nur eine massive Entschuldung der Gemeinden, sondern sie ist auch begleitet von einem weiteren Investitionsprogramm von mehr als einer halben Milliarde Euro. Und selbstverständlich, und das darf auch nicht vergessen werden, stärken wir mit diesem Doppelhaushalt auch die Bereiche, die gerade uns Grünen wichtig sind, Soziales, Umwelt- und Klimaschutz. Zum Letzteren gehören nicht nur die Projekte, die unmittelbar der Klimaschutzplan nennt, sondern z.B. auch die Einführung des Landestickets, das allen Bediensteten des Landes seit Jahresbeginn zur Verfügung steht. Meine Damen und Herren, dass unser bundesweit einmaliges Sozialbudget uns Grünen weiterhin am Herzen liegt, sehr sogar, bedarf eigentlich keiner besonderen Erwähnung. Aber die Steigerung auf rund 100 Millionen € in diesem und nochmals die Steigerung auf 118 Millionen € im kommenden Jahr soll dann doch nicht unerwähnt bleiben. Mit ihm werden in mehr als 70 Arbeitsbereichen Projekte der sozialen Infrastruktur gefördert. Das kommt unmittelbar bei den Menschen an. Meine Damen und Herren, dass eine, ich konnte es ja nur in Stichworten zusammenfassen, aber derart erfolgreiche Haushalts- und Finanzpolitik wie die von CDU und GRÜNEN in dieser Wahlperiode wir jetzt mit diesem Doppelhaushalt krönen können, führt natürlich bei der Opposition eher zu Missvergnügen, wenn nicht direkt auf den Weg der Verzweiflung. Darüber muss man sich nicht wundern. Und entsprechend sind ja auch die Pressemitteilungen ausgefallen und die Ausführungen des Kollegen Schmidt von eben. Ich habe für diese Verzweiflung der Opposition durchaus Verständnis, auch wenn es nicht immer besonders beglückend ist, von frustrierten Kollegen polemische, bisweilen beleidigende Kritik regelmäßig völlig abseits der Fakten zu ernten. Als verantwortliche Regierungsfraktion erträgt man das dann doch gern. Ich sagte es schon, wegen der Gewissheit, die eigene Entscheidung wird Wirklichkeit und bleibt nicht Fiktion, und auch der Gewissheit, dass das Geplärr aus den Oppositionsbedenken außerhalb dieses Saales kaum jemanden beeindruckt. Es kommt nämlich auf die Gestaltung der Wirklichkeit an, und da finde ich die jüngst ermittelten Zustimmungswerte zur Arbeit dieser Regierung durchaus erfreulich und ermutigend. Wir müssen also ziemlich viel richtig machen. Meine Damen und Herren, jetzt widme ich mich kurz auch der haushaltswirtschaftlichen Zukunft Hessens im engeren Sinne. Sprich, wir schauen einmal kurz in den Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2021. An diesem können Sie sehr gut ablesen, dass das grüne Grundprinzip der Nachhaltigkeit die finanzpolitische Richtung wesentlich mitbestimmt hat. Nach den Planungsdaten werden nämlich die bereinigten Einnahmen des Landes in den genannten Jahren deutlich stärker als die bereinigten Gesamtausgaben anwachsen. Und das, obwohl in Form von globalen Mindereinnahmen Vorsorge getroffen wurde bezüglich etwaiger steuerpolitischer Beschlüsse, die aus Berlin über uns hereinbrechen könnten. Wir werden daneben zusätzlich also weiterhin im dreistelligen Millionenbereich Mittel bereitstellen, um Rücklagen zur Vorsorge, Versorgungsrücklage, Konjunkturrücklage sind die Stichworte, zu verstärken und außerdem noch bestehende Schulden zu tilgen. Das bedeutet alles zusammengenommen, dass wir heute
einen nicht nur inhaltlich exzellenten Doppelhaushalt verabschieden können, sondern dass dieser auch beweist, wie sorgfältig wir darauf achten, keine neuen Belastungen für unsere Finanzwirtschaft in die Zukunft zu verschieben, sondern vielmehr sogar die Lasten der Vergangenheit planmäßig abzubauen. Meine Damen und Herren, da bin ich jetzt natürlich bei der Betrachtung des haushaltswirtschaftlichen Auftritts der Opposition bei den diesjährigen Beratungen. Zunächst betrachte ich kurz die NGOs hier im Hause, also FDP und LINKE. Vielleicht müsste man sie ja NGPs nennen, Non-Governmental Parties, weil sie sich ja konsequent vor der Übernahme von Verantwortung verweigern. Beide verdienen deshalb eigentlich keine vertiefte Befassung, weil die einen vom Paradies der Werktätigen träumen, wir werden es gleich hören, statt sich für die Veränderung der Wirklichkeit zu engagieren, und die anderen, weil sie erklärtermaßen Angst vorm Regieren haben, was deshalb nicht so besonders verwundert, weil sie ihre eigenen früheren Regierungsentscheidungen nunmehr vehement bekämpfen, auch mit Haushaltsanträgen, wie wir erleben durften. Meine Damen und Herren, kommen wir also zur SPD, unserem politischen Mitbewerber, der gerade eine ziemlich schlimme Zeit durchmacht, weshalb eine gewisse Verkrampfung bei den Genossinnen und Genossen durchaus erklärlich ist. Der seit über einem Jahr angekündigte neue große sozialdemokratische Hessenplan liegt nicht vor. Die Parteitagsbeschlüsse vom letzten Herbst muss man vielleicht als eine neuerliche Einkündigung desselben wahrnehmen, vielleicht sogar auch als Wunschzettel, aber gewiss nicht als Plan. Ich habe die 17 Seiten mir durchaus angetan, Herr Kollege. Deshalb erkenne ich auch ein gerütteltes Maß an Unverfrorenheit, wenn der Kollege Schäfer-Gümbel Schwarz-Grün vorwirft, keinen Plan für die Zukunft zu haben. Das hat er jüngst mehrfach in öffentlichen Äußerungen getan. Da es den roten Plan für Hessen ja leider noch nicht gibt, unterstelle ich, dass Sie aber wenigstens in Ihren Anträgen zum Haushalt da etwas Planvolles und Zukunftsweisendes reingeschrieben haben, wir also da ein bisschen Alternativkonzept der Regierung erkennen können. Schauen wir uns das also dann mal an. Die SPD fordert 200 zusätzliche Stellen für Polizeianwärter. Die Koalition sieht neben weiteren anderen Polizeidienststellen 240 zusätzliche Anwärterstellen pro Jahr vor. Die SPD fordert 230 zusätzliche Lehrerstellen. Die Koalition sieht in beiden Jahren jeweils mehr als 400 zusätzliche Lehrerstellen vor. Meine Damen und Herren, in anderen Bereichen sieht das Bild ähnlich aus. Gestalten der Vorgaben der Koalition werden durch die sozialdemokratischen Anträge allerhöchstens kosmetisch verändert. So wird z.B. in der Sozialpolitik im Wesentlichen lediglich kräftig umetikettiert. Ansonsten stößt man bei den SPD-Anträgen, verehrter Kollege Schmidt, auf manch Skurriles, wie z.B. einen Trialog der Landesregierung mit der Automobilwirtschaft und den Gewerkschaften, der immerhin pro Jahr 250.000 € kosten soll. Man fragt sich, wofür. So viel Kaffee können die doch gar nicht trinken. Oder eine Mobilitätsberatung für die Landesbediensteten, die jetzt das kostenlose Ticket haben, damit sie nicht aus Versehen Geld in den Automaten werfen oder wofür auch immer. Wir gehen davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen im Landesdienst mit dem neuen Ticket durchaus richtig umgehen können und sich, wie wir gehört haben, auch sehr darüber freuen. Meine Damen und Herren, als Fazit für heute ist festzustellen, der von der Landesregierung vorgelegte und durch die Änderungsanträge der Koalition ergänzte Doppelhaushalt ist ein rundum gelungenes Werk, auch wenn der Kollege Schmidt es nicht wahrhaben will. Dieser Haushalt ist auf der Höhe der Zeit, und er erfüllt unser Paradigma dieser Wahlperiode. Er gestaltet verlässlich und eröffnet Perspektiven für die Menschen in Hessen. Deshalb guter Rat zum Schluss von mir. Sie sollten ihm zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kaufmann.